Herzlich willkommen noch einmal zu Call of Juarez Gunslinger. Wir spielen jetzt noch den Duellmodus. Das ist das Einzige, was uns noch fehlt. Mal sehen, wie viele Duelle es da gibt. Achso, da kommt man direkt in den Modus rein. Dürfen wir nochmal alle killen, die wir gekillt haben im Spiel? Das wäre doch mal ganz cool, oder? Nee, okay. Willkommen in den Duell-Herausforderung. Gewinne eine Reihe von Duellen ehrenhaft und schnell, um eine wahre Legende des Wilden Westens zu werden. Ja, die möchte ich werden. Du hast insgesamt 5 Leben, um es noch einmal versuchen, wenn du einmal erschossen werden solltest. Ah, also nach 5 Malen ist die Serie vorbei. Das macht die ganze Sache äußerst schwierig. Oh, und du hast kein Fokus. Du weißt nicht, wie du die Geschwindigkeit aufbaust. Ah doch, okay. Ich dachte schon. Das wäre dann so wie im letzten Duell, als du Vergeltung gemacht hast. Das fand ich eigentlich recht geil. Da konntest du nämlich richtig beweisen, was in dir steckt, was du gelernt hast im Spiel. Weil du die Anzeige nicht hattest. Ich meine, ich bräuchte sie nicht unbedingt. Alter, war der schnell. Okay. Der war richtig eklig schnell. Uiuiui. Uiuiui, aber jetzt habe ich auch sehr viel geredet. Ich darf dabei nicht reden, ich muss mich da einen konzentrieren. So läuft's im Bett. Ah, what the fuck? 15 Duelle mit 5 Leben. Ja, du darfst alle nochmal killen, die du im Verlauf des Spiels gekillt hast. Alter, das ist krass. Hey, bin jetzt beim zweiten. Ja, Handschnelligkeit war nicht gut. Bin beim zweiten und hab nur noch 3 Leben. Was ist denn das? Hallo Fokus. Oh ja, das gibt guten Fokus. War auch wieder knapp. So, Bob auch getötet. Man könnte sie auch unehrenhaft töten, aber das ist ja Quatsch. Das ist ja nicht Ziel des Spiels. Alter. Old McClanton. Ich werde mich in den Duellen schon nochmal verbessern jetzt im Verlauf dieser Serie. Die sind einfach übelst stark. Handschnelligkeit nur noch 24%. Was ist da passiert? Was ist denn da passiert? Boah, ja, wenn am Ende kommt wahrscheinlich noch so ein Mexican-Duell. Das wäre dann hart. Jetzt weiß ich, warum ich so viel Geschwindigkeit verloren hatte. Zu weit rüber gerutscht. Hatte N viel Fokus verloren und Schnelligkeit war auch kacke. Boah, mit 5 Leben, das könnte interessant werden. Ja, ist echt hart. Also, es ist. Ich weiß nicht, für die, die jetzt nur zugucken und es nicht selber machen, es ist verdammt schwierig, sich auf beides zu konzentrieren. Also mit Schnelligkeit auf 80 oder so ist, dann hat man meistens eine Chance.
Aber das schaffe ich nicht im in diesem Durchgang. Da muss ich nochmal von vorne anfangen. Oh, jetzt im Sumpf. Curly Bill. Hallo. Alter! Der Fokus wird irgendwie immer schwieriger zu steuern. Ich meine, der ist ein bisschen einfacher als die Handschnelligkeit. Jetzt habe ich voll geschlafen. Jetzt habe ich geschlafen. Jupp, das war's. Ach so, ein Leben habe ich noch. Das kommt äußerste Konzentration, ey. Ja, jetzt habe ich mich natürlich verdrückt und Double Kill. Das ist eher scheiße. Okay, das ist hart. Finde ich schwierig, muss ich sagen. Probier es gerne nochmal. Ich würde das schon ganz gerne so lange machen, bis ich das schaffe. Ich möchte nämlich als wahrer Westernheld dieses Let's Play beenden. Aber es ist so hart. Man muss immer genau über der Knarre sein, über dem Revolver. Puh, zwei Schüsse sogar abgefeuert, aber es war schlecht. War richtig schlecht. Gibt doch gerade mal lächerliche 699 Punkte. Weil die Reaktionszeit übelst scheiße war. Aber immerhin nicht gestorben. Komm, Fetti. Na also, jetzt habe ich langsam wieder den Dreh raus. 96% Geschwindigkeit ist doch auch schon mal eine Ansage. Jetzt gibt doch einfach mal fette 4000 Punkte. Okay, es geht vorwärts. Jetzt kommt der Alte. Guck den Dreh langsam raus. Und bitte. Das Schlimme ist, ich glaube, es wird immer schwieriger, deswegen sollte ich mich nicht zu sehr drauf aufhängen, dass ich die ersten jetzt hier genau wieder 97% Geschwindigkeit, absolut mächtig. So, bei ihm habe ich vorhin versagt. Endete mit einem schönen Double Kill. ...98% Schnelligkeit, ich werde immer besser. Ah, es wird, es wird. So, Nummer 4 von 15, ohne gestorben zu sein. Ah, okay, der nächste, Johnny Ringo. Ja, man bekommt langsam ein Gefühl dafür, wann man drücken muss, damit es rübergeht, die Hand... damit man sich auf den Fokus konzentrieren kann. Puh, ich glaube, das war knapp. Ich glaube, das war knapp. Ich glaube, er hat sich sogar verschossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Egal, Johnny Ringo is dead. Ach du Scheiße. Henry Plummer. Kann ich da nicht einfach auf das...
kann so Ding zielen, aber wahrscheinlich nicht, weil ich dann sonst auch mit in die Luft gehe oder so. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich bleib einfach stehen. Ich hab geschlafen. Oh, der hat mich richtig verwirrt. Dadurch, dass er stehen geblieben ist. Und dass es so schnell kam. Hab ich nicht mit gerechnet. Muss ich zugeben. Ich habe ihn zwar nur in den Arm geschossen, aber er stirbt irgendwie trotzdem. Er verblutet einfach. Trotzdem, das war auch wieder sehr knapp. Der hatte mich auch schon fast wieder gehabt. Next one. Oh, im Saloon. Wo die Vergeltung war. Wesley Harden. Der wird auch wieder etwas schwieriger. Und im Saloon mit 99,2% Geschwindigkeit ist das auch ein neuer Rekord, würde ich sagen. Puh. Okay, 7 von 15. Er ist einmal gestorben. Ah, der Einäugige, der hat mich auch gekriegt, der Kid Curry. Im Story-Modus. Geiles Setting mit den Flammen im Hintergrund. Schön in die Eier geramst. 100% Handgeschnell. 100% Handschnelligkeit und ich hab's trotzdem nicht geschafft. Oh wei, oh wei, oh wei. Okay, das ist hart. Das ist hart. Muss ich jetzt noch schneller werden? Boah! Sogar ein Kopfschuss. Huiuiuiui. Das gibt dann auch einfach mal mächtig Punkte. Oida. Okay, 8 von 15, allerdings schon zweimal gestorben. Nicht gut, die Bilanz. Oh, einer von den Daltons. Ja, er mit. Nein, nicht schon wieder ein Double Kill. Oh nein. Hey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Kennst du diese Duellmodus, ist krass. War es im Story-Modus schon, aber das hier legt nochmal eine Schippe drauf. Der 100% Handgeschwindigkeit gab, nur ein bisschen runtergerutscht noch, aber der musste klappen. So, Emmett ist weg. Nummer 9. Ach, komm schon, Mann, noch. Ach, das ist einfach zu viel. 6 Leute noch. Das schaffe ich bestimmt nicht. Oh, ne. 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 Das war so hart. Die Dalton Brothers. Und dann kommt das Mexican Shooter bestimmt auch nochmal. Keine Chance.
Das ist ja lächerlich. Alter. Gegen zwei ein Shootout machen ist auch ehrlich total beschissen, ja. Das ist so viel schwieriger als im Story-Modus. So viel schwieriger. Boah. Weiß gar nicht, vielleicht sollte ich doch zuerst ihn killen. Okay, das ist krass. Wow, ich hab's versucht, leider nicht geschafft. Keine Ahnung, ob ich nochmal ein Part hinterher hau. Puh, das ist übel.